So, wir sind am Roi Momo Event. Das ist ein Event vom Karneval, wo ein süßes Clown kommt. Hier ist er. Und wir müssen dem ein bisschen Schaden machen, damit wir auch rauskommen. Und das ist recht schwer. Also am Anfang ist er immer sehr wild und dann hockt er dort und macht eigentlich nicht mehr viel. Ja, es ist echt schwer. Ich sehe jetzt gerade gar keinen. Wahrscheinlich ist der momentan auch sehr asynchron, also dass er nicht so weit vorne ist, als wir ihn sehen. Aua! Und der hat immer so einen Mega-Style. Mit Mega-Reichweite und so. Und beim ersten Mal, als ich den ausgefüllt habe, heute Morgen, hat er mich angegriffen. Da habe ich den Schaden immer kassiert. Aber ich habe ihn auch überlebt, dass er macht nur für so 200 bis 1000 Schaden. Das geht schon, wenn man ihn wieder abhält. Jo, und scheinbar haben wieder Leute jetzt im Discord, um wieder ja, das Vergnügen, mich so ein bisschen zu entdecken, mich auszuprobieren, ein bisschen auf mich loszugehen. Jetzt habe ich wieder Dislikes bekommen im letzten Video. Boah, liebe Franzürten und genervte Als und so. Geht doch am besten auf jemanden los, der auch eine wenige Reichweite hat. Weil die nie große Reichweite haben, die sind halt jetzt auch eher ein bisschen ja, so gestresst oder so. Smaragd, Magnanit. Was soll denn das? weil ich bekomme auch von anderen solche Sachen über. Es ist einfach so, dass ich schon recht zäh bin. Also mich tut solche Sachen, Anschuldigungen oder einfach, ja, ich hätte auch diesen Level 60 Schützen ziehen können. Ja und, liebe Leute, das muss euch doch nicht angehen. Für mich ist es doch wichtig. Ich bin stolz drauf. Also ich bin stolz drauf. Ihr habt halt schon so viel Rechnung gespielt. Ihr seid talentiert. Aber ich bin immerhin noch freudig, einen Level 60er besiegen zu können. Weil ein Schütze hat es eigentlich sehr leicht gegen einen Barbaren. Habt ihr ja gesehen, der Jack Wolf ist zu spät gekommen. Nein, Jack Wolf habe ich ungefähr 5 Mal besiegt heute schon. Der greift immer das Bind an von uns, das Alsen-Aggers-Bind da oben, oder? Steht ihr? Und dann können wir ihn immer abfangen. Den habe ich schon ein paar Mal besiegt, also ich mache wenigstens Schaden. Die anderen machen irgendwelche Stunts und sonst irgendwas. Dann kann ich natürlich den immer so schön reinhauen. Weil irgendwie werden von den Eisenbaban gar nicht priorisiert. Die gehen immer auf die Beschis, eigentlich nicht mal auf die Beschis, auf die Hexenmeister vor allem los. Und auf mich, oder? Also habt ihr am gestrigen Part, also ja, nein, heute morgigen Part, genau. Gesehen, das klar, glaube ich, Part 39, wenn es euch wundert, und das war. Aber auf jeden Fall, ja, ihr seht es ja vom Part her. Und jetzt hier auch wieder, ja, die Syrten sind halt wieder vor dem Tor gewesen. Und das tut natürlich mir auch nicht so gut, weil ich auch nicht vorbeikomme hier. Einfach hier sind sie gewesen und hier drüben. Und wollten uns immer wieder stunnen und so. Es sind solche Spielereien, die kann ich voll gut wegstecken. Ihr denkt, ja, ich würde so ein echt Sensibilist sein und so Sachen. Ich habe es ja auch erzählt wegen dieser Krankheit. Aber das macht mich stärker. Mir macht das stärker. So sind sie ja schon wieder. Sie sind wieder hier. Die Syrten, die nichts können. Ja, ja. Ich gehe lieber auf die andere Seite ab, weil ich habe keinen Bock, dann als Zweiter oder Dritter dann abgefangen werden und die anderen merken es nicht. Das ist immer so. Es ist halt einfach ein unfaires Spiel sozusagen, weil halt jeder Spieler auch ein bisschen etwas ausnutzt, unfair zu sein. Das ist klar, es ist ein Kriegsspiel. Aber das ist genau das, ich bin ja so zäh und spiele deshalb auch Regnum. Das würde kein anderer Let's Player machen. Das Spiel wurde, glaube ich, seit ungefähr 8 Jahren nicht mehr Let's Played auf Deutsch, außer mir. Und ich mache die 6. oder die 5. Saison, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ist es ja einfach so, dass die Leute wissen, ich
Let's Player und deshalb greifen sie mich ja auch an. Die gehen lieber auf mich los, die können es ja, die können ja meine Videos disliken und so Sachen. Das ist ja genau die Sache. Aber ist mir Schnuppe. Von mir aus kann ein 60x60 Kampf sein und ich werde priorisiert. Es ist nicht schlimm. Es tut mir nicht, mich nicht betreffen. Und ich darf auch mal ein bisschen stolz sein auf mich, dass ich einen Level 60er besiegt habe. Auch wenn er vielleicht nicht weiß, wie man sich dreht und wie man genau einen Barbaren angreift. Aber es geht nur um das, dass ich wenigstens mal auch einen super Krieg, einen Level 60er besiegen kann. Alleine! Stellt euch mal vor, ich habe meistens wegen dem Low-Leveligen gar nicht so Maximum-Level-Typen besiegen können. Es ist für mich neu. Ich spiele halt auch nicht viel. Lipana ist wieder mega am Ding. Ah ja, ich bin im Clan-Existenz übrigens mehr. Meint. Wieso bin ich jetzt in einem Clan wieder? Die sind immerhin, ja. Ich habe ja viele angefragt und Existenz wusste ich gar nicht, dass es Deutsch ist, aber. Und deshalb habe ich eine lange Zeit keinen Clan gehabt. Ich bekomme natürlich tausende von Anfragen. Clan-Anfragen. Nur kann ich sie nicht immer annehmen, weil ich ja auch einen deutschen Clan, also den anderen Clans nicht den Wunsch, dass sie mich einladen können, absage, oder? Weil was ich will, ist ein deutscher Clan, der ein bisschen auch mit mir das machen kann, damit ich wieder Content habe. Und ja, die Leute sind eigentlich richtig toll. Der Ex-Silio Adlina ist, glaube ich, ein bisschen hyperaktiv. Haben die anderen geschrieben. Hibana kenne ich jetzt gar nicht so jetzt schon von seinen Eigenschaften. Aber sind recht tolle und aktive Spieler. Also die haben sehr gutes Wissen, die haben gutes Equip und so weiter. Also es ist echt ziemlich ein guter Clan. Das dürfen gerne die Hirten auch in die Kommentare schreiben, was sie denken über Existenz. Aber wahrscheinlich denkt ihr wieder, ja, das ist ein Noob-Clan, geh lieber raus und so. Nee, für mich nicht. Ah ja, ich habe einen Drop-Booster an und es droppt einfach gar nichts. Also Drop-Booster sind sowas von schlecht. Genauso wie alle es gesagt haben, ich habe es trotzdem mal gekauft. Ja, ich habe ja auch bald wieder ein bisschen mehr Geld und so. Ja. Ich kann noch ein bisschen investieren in Regnung. Aber das mache ich auch nur zuliebe, weil es so gut klappt. Es ist mir Schnuppe, ob andere mich da im Weg sind oder sonst irgendwas. Ja. Ich kann halt jetzt momentan nicht so Warzone machen. Die Leute kennen mich langsam. Die werden mich aufhalten. Ich nehme einfach mal die Knochen im Müde mit. Keine Ahnung, ob man feindliche Knochen so oft braucht beim Craften. Aber jetzt bin ich immerhin, glaube ich, Level 4, oder? Ja, geworden. Jetzt kann ich da auch ein bisschen Eisen verarbeiten, das ich hier farme. Ja. Und ja, es haben viele Syrten versucht, mich abzufangen mit einem Jäger. Das ist klar. Und ihr müsst einfach bedenken, liebe Syrten, ich levele woanders, wenn ich nicht aufnehme. Damit ich ja auch nicht gefunden werde, sonst werde ich ja immer wieder gefunden. Die Leute wissen ja, dort war er und dann kann ich dorthin gehen und ihn töten. Bis jetzt hat es nur einmal einer geschafft. Und ja, mit dem habe ich auch ein bisschen Spaß gehabt. Er hat gesehen, dass ich jetzt nicht unbedingt der Oberpro-Spieler sein muss und hat mich töten lassen. Und so weiter. Und habe dann auch mal einen PvP-Kampf gemacht. Er hat mich nicht getötet. Ich habe ihn nicht getötet. Und dann sind wir weggegangen. Ist klar, dass er völlig viel stärker ist als ich. Das ist kein Problem. Aber wieso haben denn die Leute immer wieder ein Problem damit, wenn sie irgendwie angegriffen werden von anderen Spielern? Von Syrten oder Igen. Ich war ja auch im Jean-Rit-Castle im vorletzten Part. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, es kommen ein paar Igen und töten mich und so. Ist doch kein Problem, aber man muss ja nicht immer ausrasten, wenn man stirbt. Also ich bin meistens in Let's Play auch ein bisschen ja, genervt oder so. Aber das ist ja auch, weil ich ja eine Aufnahme mache. Ihr macht ja keine Aufnahme. Ihr habt es ja leicht.
Jetzt schaue ich mal, ob ich jetzt Level 60 werden kann, recht schnell. Und dann eventuell ein bisschen mitreden kann. Aber ich werde immer der sein, der priorisiert wird. Immer der sein, der nicht so gut aufnehmen kann und so weiter. Weil die Leute wissen, ich nehme auf. Und die wollen natürlich mich töten. Das ist ja so cool. Also bitte, hört auf mit diesem Streit. Das ist wirklich nervig. Ihr seid so richtig arme Schlucke für mich, weil ihr natürlich zu mir kommt und also im Discord-Taverne dann sagt, ja, ich würde das und das machen. Ich bin ja so ein egoistischer oder ja, selbstlobender Mensch. Dabei habe ich das jetzt einmal gehabt, dass ich meinen Kampf gewonnen habe und jetzt mal wirklich auch mal gesagt habe, ich hätte es wirklich gut geschafft. Weil ich hätte ja auch sterben können. Ich war ja knapp vor dem Tod und so. Ich bin einfach kurz mal stolz gewesen. Darf man nicht mehr stolz sein in der heutigen Publizität? Lol. Der hat mich nicht gesehen oder der lässt mich in Ruhe. Die Iggins sind einfach so nette Spiele. Und die Syrten müssen natürlich immer nerven. Ständig nerven. Was? WBH? Was ist denn das? Welcome back, nein. WBE. Ich weiß jetzt nicht, was er damit meint. Als Partyleader. Aber nicht zum WBE. Jo. Manches Wissen natürlich auch wieder ein bisschen, ja. Verwirrend, weil die natürlich schon so einen richtigen Slang haben. Schon wissen klar, was sie als sagen können und andere wissen es, aber ich bin ja neu und dann weiß ich jetzt natürlich nicht, was ein WBE ist. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, Regnum ist halt so ein Trial-and-Error-Spiel, also dass man echt viel auch lernen muss von anderen Leuten und so weiter, bis man alles checkt. Und das geht eigentlich relativ gut, das helfen mir eigentlich relativ viele. Und auch im Real Life haben viele was machen jetzt die alles in, die gehen jetzt hier durch. Die gehen eigentlich sonst immer in Samalbrücke durch. Ja. Dass sie ja auch mich ein bisschen unterstützen und so. Das ist wirklich toll. Also es gibt eben sehr viele gute und relativ viele böse und Necker und so. Aber das ist nicht schlimm für mich. Also nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen aggro bin und so. Das ist ganz normal. Ah, Burrito. Hallo. Ja. Er kommt mit Level. Ja, und ich kenne ja relativ schon viele in Alsters, also von den Deutschen vor allem. Und auch recht viele Spanier, also jetzt, was ich alles in der Freundesliste schon habe. Das sind nur die ganz beliebtesten, also ich tue nicht so schnell einen Freund hinzufügen wie andere. Andere sagen so, oh, der Drago, oh, ja, ja, sofort Freundesliste. Und ich bin ja schon echt bekannt, also ich tue ja in der Taverne recht viel erzählen. Und ja, natürlich werde ich dann auch angemobbt. Das ist ja auch normal. Die Syrten ja müssen ja das Ausland und vor allem auch viele Alsen, die irgendwie nicht zufrieden sind mit mir. Keine Ahnung, was ihr Problem ist, aber ich habe so das Gefühl, ja, oh, ein Livestream, da muss man ein bisschen draufkicken. Das ist für mich Pipifax, ich bin ja ein harter Kerl. Das ist für mich kein Problem. Also weiterhin, ja, das machen, wenn ihr euch so gut fühlt, aber für mich ist es wirklich nichts Schlimmes. Kann doch passieren. Ja. Das müssen Politiker ja auch immer anhören, so ein bisschen Kritik und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ihr nehmt das einfach zu ernst, dass ich jetzt bei bei Isis bin und ihr zum Beispiel bei Syrdis, dass ihr auf mich losgehen könnt. Aber ja. So wieder zu erzählen, ja,
Ich komme mit den anderen und tue dich dann wieder ein bisschen beklagen und so. Ist einfach ein bisschen hinterhergeritten. Also, ich habe so das Gefühl, ihr seid in einer Spielgruppe, also in einer Regnum, ja, fast erwachsenen Spiel, also ein ziemlich erwachsenes Spiel. Andere Spiele sind ja nicht so radikal und politisch, dass man immer sagt, ja, die Süden sind kacke und die Ecken sind auch kacke, weil sie das gegnerische Reich sind. Ja. Sondern einfach mal nett zusammen sein. Einfach den Spaß auch holen. Wenn ihr doch nicht zufrieden seid mit Regnum, dann holt euch den Spaß. Ich habe den Spaß jetzt auch geholt, indem ich auch wieder ein bisschen dieses Drop-Event wahrgenommen habe, auch das Karneval-Event wahrgenommen habe. Ich war ja kritisiert über das Karneval-Event. Ich machte die Insel ja nicht. Also sie war sehr verwirrend am Anfang. Und dass auch viele Süden dann immer zwischen Boot und Ackersburg sind oder so. Also immer so ein bisschen hier herumgammeln, um uns abzufangen. Es ist... Ja, es sieht so aus, als würde ich mich nerven, aber ich nerv mich überhaupt gar nicht. Plain ist Leader, der bekommt echt nichts hin. Genau wie du. Was bist du? Also, das ist schon härteres Mobbing, als ich bekomme. Das ist so, ja, ja, wir machen den Plain und so, ja, ja, ja. Aber dafür ist ein Intelligenzpuls. Der hat mir ein bisschen geholfen beim Jobwahl, beim Job Motivation holen und so. Weil ich ja eventuell auch nicht ganz so Fußball spielen kann mehr mit meinem Alter und so. Also, ja, viele hören ja mit 32 schon auf. Aber ich werde sicher nicht mit 32 aufgeben. Erst wenn ich wirklich überhaupt nicht mehr Fußball spielen kann, so mit 60. Dann werde ich aufhören. Aber das ist halt einfach dieser Leistungsdruck, den er mir gesagt hat. Kann man nichts machen. Leute, die nicht wissen, wieso der Ball rund ist, sind zum Beispiel besser und talentierter als Leute, die schon extreme Erfahrung haben im Fußball wie ich. Also, ich verstehe einfach die Welt nicht unter den Trainern und so. Die sind einfach immer irgendwie falsch. Sie liegen immer falsch. Also, dass zum Beispiel Leute verkauft werden, die mega Talent haben, nur weil sie ein bisschen mehr Geld einnehmen, also die Clubs, oder? Ich finde das so doof. Lasst doch die Talente bei euch, liebe Clubs. Ihr habt dann mehr Erfolg und habt dann wieder mehr Geld. Aber einfach die besten Spieler, die talentiertesten Spieler, zum Beispiel nur Okafor zu Salzburg, zu Red Bull Salzburg. Ey, ich kann es nicht verstehen, das war ein talentierter Spieler für Basel. Der muss dann natürlich weggehen und Basel so schwächen. Aber dafür haben wir gegen Apoel, Nicosia von Zypern gewonnen. Das war auch irgendwie so ein bisschen, weil Zypern ist viel besser im Fußball als die Schweiz. Weil die anderen Clubs in der Schweiz leider auch nicht so viel, international reisen. Die reisen eigentlich kaum noch was. Und FC Basel ist immer der Club, der natürlich ein bisschen diesen Nachteil von der Schweiz wieder recht drückt. Also zum Beispiel Manchester haben wir schon locker geschlagen. Manchester United, Manchester City haben wir geschlagen 1-0. In Deutschland hat noch nicht so viele Namen gemacht, weil deutsche Clubs echt viel besser vorbereitet sind gegen uns und so weiter. Ja, vielleicht wird's ja was. Ich werde ja dann auch immer noch Regnum Let's Playen. Ich werde nicht aufhören. Niemals. Das ist einfach mein Spiel sozusagen. Auch wenn jetzt Regnum draußen ist. Aber ja, das ist einfach dieses man ist ja auch ein bisschen stolz auf ein Game, das einen zutrifft, oder? Das ist Fanliebe, nicht das, oh, ein neues Game, oh, ich zocke jetzt und 10 Minuten später, oh, nein, das Spiel ist nicht mehr aktuell, komm, zocke ich nicht mehr. Solche Leute sind keine Fans, Leute. Die geben dann zwar den Entwicklern Geld, aber spielen ja nicht, oder? Ich bin einer, der die Spiele ausquetscht, bis die nicht mehr lustig sind. Und das ist bei Regnern nach 1500 Stunden noch nicht der Fall. Aber klar, ich bin halt auch nicht so ein
Massen immer Zockerregnum und deshalb habe ich immer wieder neue Charakter oder ja, komme halt nicht vorwärts längere Zeit und so Sachen. Aber mit Royale geht es ja auch besser. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen besser. Ich weiß nicht, könnt ihr mal vergleichen, mir sagen. Der hat nämlich kritische Treffer, das ist eigentlich schon gut. Der mit 60, 485. Da. Heißt schon vom Schaden her, Eisschaden macht ja eigentlich nicht so viel. Also der ist schlecht. Ich lasse ihn trotzdem mal. Angriffsgeschwindigkeit. Start mit Angriffsgeschwindigkeit. Nehme ich. Weil ich nehme natürlich auch eine Hexen. Also der Hexenmeister mache ich bald auch wieder weiter. Aber zuerst Level 60 mit diesem Charakter. Ja. Beef oder was? Ah, Mann. Ich habe nicht geschafft. Ah. Tastatur, wieso bist du so weit links? So. Ah, ich bin viel zu gestresst manchmal, um zu spielen. Hey, die Ecken sind momentan mega nett. Weil sie dumm sind. Hä? Ich frage mich, ob er mich sucht. Hä? Was macht er? Ah, er haut ab von ein paar. Okay, soll ich ihm nachjagen? Ich fange ihn ab. Ich fange ihn ab. Der hat mich nicht gesehen. Er hat dann gedacht, oh ja, ich würde gar nicht angreifen wahrscheinlich. Wo ist er jetzt? Ja, der ist runtergesprungen. Der ist definitiv runtergesprungen. Ja, ja, okay. Nicht schlimm. Aber Selbstmord ist in diesem Spiel recht oft der Fall. Damit sie nicht so viele Krips verlieren, also abgeben. Der ist wirklich runtergesprungen. Das sind Arme, weil die greifen natürlich immer wieder das Bind an. Also sie können ihn ja nicht angreifen, aber gehen immer wieder zum Bind. Und ja, das ist einfach so ein Fall, der eigentlich für mich jetzt gar nicht so einen klaren Sinn hat. Wieso sie es machen? Einfach wegen dem Wars Master Currents, klar. Aber ich bekomme ja mehr als genug über. Jetzt habe ich auch schon wieder 900. 1.079 habe ich die herbekommen. Okay. Also, ja, für mich ist es natürlich noch viel. Für euch ist es nicht so viel. Aber ihr müsst einfach verstehen, dass ich ein Noob bin. Wieso meckert ihr ständig, dass ich irgendwie etwas auf irgendwas stolz bin, was ich eigentlich gar nicht müsste? Es ist halt einfach so. Es ist einfach mit klarem Sinn. Ich freue mich noch. Ihr freut euch halt nicht so schnell. Was soll ich schon? Ah, die Zeit. Ja, jetzt mache ich auch ganz wieder Ende. Aber einfach, dass ich das verstehe, ihr müsst mich nicht mobben, weil es bringt ja sowieso nichts. Also, das ist einfach konkret halt so. Und ich gehe ja auch nicht auf jeden Spieler los. Also, ich habe jetzt mich gerade gewundert, dass dieses Spiel jetzt gerade mich nicht sieht. Und hat irgendwie gefragt, wieso ich nicht angreife. Ich bin halt am Leveln. Also. Für andere würde das jetzt wahrscheinlich so sein. Agro! Aber für mich nicht. Ich muss nicht jeden Spieler angreifen. Ich muss nicht jede IXP farmen. Und der war sowieso auch anspruchsvoll. Das heißt, es war Level 60. Also ich hätte sowieso keine Chance gehabt. Wenn nicht die anderen gekommen wären. Die habe ich ja nicht gesehen. Also es ist einfach ein paar Sachen, die ihr hinterfragt. Vielleicht ein bisschen besser an außen. Ein bisschen besser überbringen im Forum oder so, also Discord, Tavernenteil. Und dann geht's ja auch wieder besser, okay? Ich bin halt erwachsen. Ich verstehe nicht, wie so kleine Kinder dann immer so meckern müssen. Oh ja, ich mach das und das. Ja, freut euch doch, dass ich ein bisschen weniger schlecht bin. Weniger gut bin. Unglaublich. Aber ja.
Es ist einfach so dieser Drang von den kleinen Kindern, die ihr noch habt, irgendwie. Kann ich verstehen. Einfach dieser Drang, ja, zum, oh, ich bin doch besser. Oh, ja, ich bin besser. Ja, ich lerne sie auch noch besser zu werden. Also kein Erbarmen, ich werde euch noch genug erledigen, liebes Hirn. Nein, Scherz. Also, tschüss.